Ja, willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe eine Anfrage bekommen und zwar, wie man Vocals an den Beat anpasst. Und das machen wir heute mal. Ich habe ja einmal mal eine A Cappella, die kann ich auch mal ganz kurz abspielen. Und um jetzt halt diese A Cappella an diese Kick hier anzupassen, die natürlich eindeutig zu schnell ist, machen wir einen Rechtsklick auf die Beats pro Minute und gehen da auf Tab. Dann haben wir hier sowas Wasserhahnartiges, deswegen auch hier dieser Ton. Und man sieht, desto schneller wir klicken, desto höher wird auch die Zahl. Und das ist eben andersrum auch so, desto langsamer wir klicken, desto niedriger ist die Zahl. Und ja, dazu braucht man halt ein bisschen Taktgefühl und wir spielen jetzt halt die A Cappella ab und während wir das abspielen, klicken wir hier einfach im Takt drauf. Das mache ich mal ganz kurz. Ja, und da kamen jetzt eben 110 Beats pro Minute raus und wenn wir die Kick dazu abspielen, dann kann man eben auch hören, ob das passt oder nicht. Ja, wir haben jetzt halt gehört, das passt. Man braucht, wie gesagt, eben Taktgefühl, um das Ganze so zu fühlen sozusagen. Und dann eben im Takt da drauf zu klicken. Ja, das war's eigentlich. Also wie gesagt, Rechtsklick auf die Beats pro Minute und dann hier auf Tab und dann hier eben in der entsprechenden Geschwindigkeit klicken. Ja, das war's. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir einfach eine Nachricht oder postet das in die Kommentare und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Haut rein.